Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu King's Quest Kapitel 2. In der letzten Folge haben wir ja noch zum Ende hin das Fleisch bekommen, diese Keule, und müssen jetzt hier wahrscheinlich diese riesen Ratte füttern. Und Graham läuft immer noch wie mit der gesamten Schuld der Welt auf seinen Schultern. So, dann nimm mal hier das Fleisch. Angerichtet. Okay, dann gehen wir hier schnell in die Kiste. Was ist? Was zum Teufel? Diese Ratten waren wahre Plagegeister. Ach so, von der Seite können wir so öffnen. Okay. Was haben wir da drin? Ein Stuhl? Sieht nach einem prima Versteck aus. Okay. Für Holzstuhl. Na, dann geh doch da mal rein. Den Schwanz der Ratte da reinlegen? Nein. Was sollen wir denn da jetzt machen? Das Spinnennetz da reinlegen? Echt? Das hast du hoffentlich besser genutzt. Ich weiß nicht so recht. Okay, ich auch nicht. Gut, dann gehen wir da mal. Die wird wohl nicht mehr groß stören. Ist eingepennt, okay. So. Warte mal, wir müssen hier mal gucken. Hier liegt doch noch ein Hörnchen hier da. Oh, der hat nur noch zwei. Scheiße, was können wir denn mit dem machen? Gar nichts. Mist. Der Arme. Wir müssen hier alle retten. Und ich hab's echt so ein bisschen Angst, dass wir nur einen retten können. Das möchte ich nicht. Ich versuche jetzt mal weiter hochzugehen. Mal gucken, ob das klappt. Ja. Bis jetzt schon. Kobold und ein Hebel. Was macht der Kobold? Wahrscheinlich wieder blöde. Ja. Genau. Okay, Hebel ziehen. Aha, es wird Licht. Ach, das war der Alarmschalter. Okay, Doc. Können wir den vielleicht irgendwie mit dem Spinnennetz? Ja, der macht da zumindest was. Weil es ist ja klebrig. Vielleicht hält es das dann oben. Genau, so meinte ich das. Ach, dann bleibt der Kobold da vielleicht hängen. Wäre auch nicht schlecht. So, Graham, jetzt schnell weg. Ach, ein Alarmpilz. Ach, sehr schön. Dann bleibt der da hängen, macht den Alarm aus und wir können trotzdem durch. Yes. So, kannst du noch ein bisschen verkloppen? Ha, ha, ha. Oha. Meine Güte, sieht ja wieder hübsch aus hier. Am Fuße einer Art Koboldleiter wuchsen undefinierbare Pflanzen. Gut, nimm mal. Was? Ach so. Er krabbelt da jetzt. Okay, dann gehen wir erstmal hier nach links. Schauen uns da mal um. Oh, da sitzen Kobolde da oben. Ach, da sind Bienen. Wir brauchen... Da sind Toiletten. Okay. Erstmal waschen, genau. Ganz wichtig, vorm Klogang waschen. Ist wichtig. Oh, zwei große Schalter. Und da hinten hier die Brennkammern. Sie entwischten mir ständig. Ich musste einen anderen Fliegen finden, okay. Eine Fliege zu fangen. Haben wir im Holzstuhl, glaube ich, weniger. Okay. Was passiert jetzt hier? Diese Tür bekam man wohl nur zu zweit auf. Ich brauchte einen Fluchthelfer. Okay, und das mit dem Stuhl festklemmen geht nicht? Nein, geht nicht. Er zeigt dir im Hintergrund keinen Gegenstand an, mit dem man den Stuhl nehmen oder benutzen könnte, deswegen... So, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann machen die da oben wahrscheinlich einen Rabatz, oder? Nee, doch nicht. Okay. Kletter mal hoch, Graham. Okay. Aber hier sind wir wahrscheinlich wieder zu schwach. Oder? Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen.
König Konjunktiv ist wieder unterwegs. Ja, ja, ja. Plopp. So. Ach, schlafen die da oben? Sieht so aus, ne? Ja, zumindest sehen sie uns nicht. Auch gut. Soll uns recht sein. Gut, dann gehen wir mal hier rüber in die... Ist noch ein Weg, ne? Hier lang, oder? Nein. In die grüne Grotte? Was hier? Einkaufsladen oder was? Was? Ist eine Einkaufstüte oder was? Ach! Ach, er! Hey, das ist doch... Junge! Welch freudiger Anblick für meine Glotzer! Ich war auf meiner Rettungsmission und wurde von den fliegenden Felsen hier gestoppt! Selbst diese Shorts konnten den Barbaren nicht entrinnen! Unter uns gesagt, wissen diese Felshirne Qualität nicht so zu würdigen wie wir beide. Und übrigens, dank deines, nein, eures aristokratischen Neuerwerbs, biete ich euch heute einen Gegenstand umsonst an! Und es gibt noch dazu Rabatt auf ein paar Hammerpreise! Zur Krone gehört doch sicher auch viel Schotter. Lasst uns handeln, König Schlag. Schnell zu! Also, was kriege ich umsonst? Aber sicher. War jetzt der Kuss umsonst? Oder wie? Buenos Dias! Buenos Dias. Wie läuft das Geschäft denn so? Es ist schwer, in dieser Zelle seltene, wundersame Zutaten zu finden, aber es geht schon. Ich muss einfach fragen. Ich muss was fragen. Warum gebt ihr eure Ziegen als Einhörner aus? Ausgeben, Junge! Ausgeben! Sie sind echte, wirklich waschechte Einhörner, keine Ziegen. Okay, ihr habt recht, es sind Ziegen, aber sagt's nicht zu laut, sonst sind sie Brückenfutter. Okay, was habt ihr auf Lager? Achso, nee, wo sind die majestätischen Einhörner? Wo sind die majestätischen Einhörner? Das ist ein sehr schmerzliches Thema. Bleiben wir beim Geschäftlichen. Ich habe ihn nicht gesehen, seit ich hier bin. Er ist bestimmt im Hochsicherheitstrakt eingesperrt. Im Hochsicherheitstrakt? Okay, was habt ihr auf Lager? Kann ich eure Waren sehen? Ja, das ist Medizin, das ist Klinge und das ist eine Süßspeise. Also, Bäcker, Schmied, Zauberer. Wir gucken uns ja erstmal nur an, ne? Oh, Vorsicht, nur nicht stören. Störe niemals Perfektion. Dieses Baby ist ein Allheilmittel, baut auf, wenn man am Boden ist. Da läuft nicht nur die werte Verdauung wieder, voller Erbauung. Wie teuer? Eine glänzende Goldmünze. Kommt zurück, wenn ihr flüssiger seid. Mir fehlt der klimpernde Klang in euren Taschen. Das ist die Klinge? Metallstäbchen von meiner Reise in den Orient. Selten, exotisch, nicht zu teuer. Wie teuer? Eine glänzende Goldmünze. Kommt wieder, wenn eure Taschen voller Gold sind. Okay, das die Sache umsonst war bloß sein schmieriger Kuss auf unsere Wange. Die letzte Schüssel Haferbrei mit Wildbeeren aufgepeppt. Schon gewusst, dass sie die Nährwerte für 2 ganze Tage in einer Portion enthalten? Wie teuer? 2 glänzende Goldmünzen. Junge, das ist nicht genug. Okay, wir hätten ja 2 Goldmünzen. Die eine schnipst der Typ immer mit sich rum, die andere... die andere liegt da oben. Okay, hier ist noch was in der Truhe. Ja, die habe ich wieder ohne fremde Hilfe. Sie steht nicht zum Verkauf. Sie hat sentimentalen Wert für mich. Das ist mehr wert als Geld. Tut mir leid. Okay. Wir gehen mal. Ciao. Wiedersehen. Ciao, ciao. Und schaut mal wieder rein. Und schaut mal wieder rein. Gott, oh Gott. So, was ist hier? Hier gibt's was zum Essen. Abgeschlossen. Ja. Ich würde mich doch nicht von etwas so Profanen wie einer Tür aufhalten lassen. Ein Schlüssel allerdings wäre hilfreich. In der Tat. Was, da hinten? Das Stein, das Schwert im Stein oder was? Jetzt geht's aber los. Das. Excalibur. Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen. Okay. Gut. Excalibur muss noch warten. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Achso, wir haben nur noch den Stuhl. Für was brauchen wir denn? Ach, Stuhl. Aha. Ja, okay. Da können wir jetzt... Halt, nicht hier lang. Da können wir jetzt entweder oben bei dem Pilz dieses Ding da runterholen. Da lag doch so ein Zettel drauf. Ja, ich glaube schon, dass das dafür wäre. Ach, Graham. Er hängt da noch und zappelt. Sehr, sehr recht geschehen.
Ich glaube, links war der jetzt dann lang. Zip. So, mal gucken, was da drauf steht auf dem Zettel. Da ist er. So, hier den Stuhl. Ich weiß nicht so recht. Was, verdammt? Dann doch zum Einhorn oder wie? Läuft man sich hier wieder die Hacken rund hier in diesem blöden Kobold-Gefängnis. Na, wir gucken mal. Da hätten wir schon mal eine Goldmünze. So, gucken wir mal hier. Ja, ach so, hier. Balanceakt. Schnapp. Okay. So, wir können uns jetzt von einer Goldmünze was kaufen. Aber was? Medizin für den Bäcker? Was zu naschen? Nee, zu naschen geht nicht. Zu naschen geht ja gar nicht. Also für die Hobblepots, das geht ja nicht, kostet ja 2 Goldstücke. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns die... Ach, ist schwierig. Die Klinge? Weil von der Klinge kriegen wir noch ein Goldstück. Würde ich mal behaupten. Ach, es ist nicht einfach. So, wir gucken mal. Zeigt mir, was ihr habt. Ja, wir kaufen die Dinger hier. Oder die Medizin für die Bäckersfrau. Ach, verdammt. Der geht so schlecht. Ja, aber da... Ja, doch, der Bäckersfrau geht so schlecht. Oh, Vorsicht, nur nicht stören. Was? Ja, ich will... Achso, sorry, habe ich jetzt wahrscheinlich den Dialog wegen Gold... Ja, ich möchte kaufen. Gut, nehme ich. Abgemacht, mein Freund. Ich besaß die einzige Medizinflasche im ganzen Gefängnis. Doch wem sollte ich sie geben? Ja, das ist so schwierig. Ciao, ciao. Wiedersehen. Pasta la vista, Trantüte. Pasta la vista, meine Güte, ey. Oh, oh. Irgendwie bahnt sich, glaube ich, gerade ein Nieser an, aber der will noch nicht so richtig. Hoppala, da war er ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Okay, also. Ich glaube, wir helfen jetzt der Bäckersfrau. Komm, das ist ja. Wie weit macht man jetzt falsch? Hier, bitteschön. Medizin. Manchmal gibt es keine richtige Antwort. Aber es gibt ja auch nicht immer eine falsche. Oh, kleine Maus. Unser König hat etwas göttlichen Nektar gebracht. Die sind süß, die beiden. Danke, Graham. Was immer in der Flasche war, es wirkt. Ich fühle mich schon besser. Gern geschehen. So, und jetzt backt was. Wie fühlst du dich jetzt? Oh, viel besser. Und dem Baby geht es auch besser. Ach, das ist sehr gütig von euch, Graham. Unsere Familie dankt euch. Oh, es ist allerdings ein wenig kalt. Nun, da hinten ist ein Ofen. Graham, könnt ihr uns wohl etwas Holz bringen? Wenn wir ein Feuer hätten, könnten wir vielleicht etwas backen. Ich könnte ein paar Zuckerküsse zaubern, wenn jemand etwas Mehl für mich findet. Oh, tolle Idee, Bramble. Das ist mit dem Herzen gedacht. Vielleicht nehmen die Aufseher die Zuwendung an und lassen uns hier raus. Okay. Mehl. Können wir denn da hinten vielleicht bei dem kaputten... Bei dem kaputten Schaukelpferd noch irgendwie Holz finden? Nee. Wo kriegen wir denn Holz her? Holz der Teufel. Wird er denn vielleicht etwas munterer, wenn wir ihn waschen? Mal gucken. Nee, doch nicht. Ist hier unten jetzt noch irgendwas? Geht's hier eigentlich noch irgendwo lang? Nee, ne? Olle Graham, der ist völlig im Eimer. Frisst uns hier wieder die Ratte, oder was? Ja, Mist. Mit Ratten ist man meist schlecht beraten. Beraten. Okay.
Obwohl sie schläft, wacht sie sofort auf und frisst uns. Okay, okay, okay. Ja, Mäuschen. Ein stolzer Einhorn. Okay, okay. Immerhin kann ich etwas Würde bewahren und an einem Tisch speisen. Ja, leider isst du da vor dem... Was machen wir denn hier mit diesem Viech eigentlich? Warum guckt er denn da mal rein? Kann ich vielleicht jetzt... Also, nee, schlafen bringt auch nichts. Oder? Wo kriege ich denn Holz her? Ich kann ja auch nicht hochkrabbeln. Ja, okay, wir haben nichts dabei. Ich ging schweren Herzens zu Bett. Alle zählten auf mich und ich musste ein paar schwierige Entscheidungen treffen. Ja, nicht, dass die jetzt dann alle auch... Jetzt muss ich gleich mal... Schon wieder Ratte füttern? Verdammt. Hä? Wir haben den Holzstuhl schon wieder? Warum das? Können wir ihr hier den Dings geben, das Fleisch geben? Oh, oh. Ja. Oh, oh, der ist gleich tot. Anscheinend nicht, okay. Oh, 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 oh. Was zum Teufel? Ich hatte einfach nur Angst. Das Überleben der Gefangenen hing allein von mir ab. Und die letzte ähnliche Situation ging nicht gut aus. Hat jetzt Graham kleine Hallus oder was ist los? Alter Schwede. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Können wir vielleicht... Wir brauchen Holz, verdammt nochmal. Ich weiß halt nicht, wenn wir das jetzt unserer Schmiedin geben. Ob sie damit irgendwas anfangen kann. Oder hier den... Oh, oh. Was? Wie fühlt ihr euch? Ist das ein Witz? Für einen König wisst ihr nicht viel über die Nöte eures Volkes. Mann, wir versuchen es. Ich versuch's doch. Bis demnächst. Auf bald. Kann ich euch das Fleisch geben? Das ist so gut. Das ist so gut. Oh, bitte sehr, Schatz. Himmel, das ist doch gleich besser. Aha. Danke, König. Auge einer Fliege. Ich dachte, du fühlst dich besser. Das Auge einer Fliege. Das ist die fehlende Zutat. Das ist die fehlende Zutat. Ein Trank? Ihr wollt. Könnt ihr damit etwa teleportieren? Beschwört ihr einen Sturm, der euch folgt? Verwandelt ihr euch damit in eine Kar? Entschuldigung. Ich beherrsche mich. Ja. Katze, verwandelt ihr euch mit dem Trank in eine Katzenart? Ganz wundervoll. Oh, nichts Besonderes. Ein Unkrautmittel. Wir dachten, wir lassen die Wurzeln verfaulen. Hm. Bringt uns das Auge einer Fliege. Und natürlich mir Snacks. Natürlich. Ja, ich hätte ja den anderen Weg gewählt. Geht es hier um deine Wahl oder meine? Genau, Freundchen. Geht nicht um deine Wahl. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück zu denen. Aber also es sieht anscheinend so aus, als wird dieses... Achso, unser
als würde leider das Einhorn sterben, weil er ist so... Er kommt ja nicht von seinen Fesseln los und ja, blöd. Ich muss mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen, wie wir an Holz kommen. Ich würde erstmal sagen, wir machen hier in dieser prächtigen Pilzgrotte erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, liebe Leute. Bis dann. Ciao.